Titel des Themas heute ist ja eben bipolare Störung und ADHS und das gemeinsame Auftreten der beiden, also eine sogenannte Komorbidität, das überzufällig häufige Auftreten zweier Erkrankungen gleichzeitig. Ist das eher vielleicht auch ein Kuriosum, also eher ein Sonderfall, oder ist es ein Kontinuum sogar? Also sprich, das ist eigentlich nur eine Erkrankung, die auf zwei unterschiedlichen Enden des Spektrums liegt. Das ist so das Themenfeld, was wir heute abarbeiten wollen und mal gucken, ob wir da zu einer Schlussfolgerung kommen. So, jawohl. Letztendlich ist das vor allem ein Problem in der Differentialdiagnose bei jungen Erwachsenen, jugendlichen jungen Erwachsenen. Wenn Patienten schon 40, 50 Jahre alt sind, dann hat man einen guten Überblick über die Lebensgeschichte, sodass man sich differentialdiagnostisch eigentlich häufig ganz klar ist. Aber bei jungen Erwachsenen ist das deutlich schwieriger. Da kommt nämlich noch die Tatsache dazu, dass sich der Mensch und auch seine Stimmungskontrolle eben noch entwickelt. In welchem Spannungsfeld bewegt man sich da jetzt bei jungen Erwachsenen? Das ist zum einen natürlich, wenn Stimmungsschwankungen vorliegen, die Erkrankung, an die man immer als erstes denkt, die bipolare Störung. Man kann sich aber auch fragen, geht eine schizoaffektive Störung schon los? Ist es vielleicht noch gar keine voll ausgeprägte bipolare Störung, sondern eher ein sogenanntes bipolares Prodrom? Ist es vielleicht auch eine gemischte Depression, eine Mixed Depression? Es gibt in Amerika noch diese große Diskussion um die sogenannte pädiatrische bipolare Störung, also bipolare Störung im Kindes- und Jugendalter. Das wird hier in Europa aus guten Gründen nicht so bezeichnet, weil das Patienten sind, die kein Risiko haben, in eine echte bipolare Störung überzugehen. Mittlerweile gibt es den Begriff Disruptive Mood Disorder für diese Kinder. Dann ist ADHS und insbesondere auch adultes ADHS dadurch gekennzeichnet, dass Stimmungsschwankungen auftreten können. Und dann gibt es natürlich noch die emotional instabile Persönlichkeitsstörung, die Borderline-Störung, die durch Stimmungsschwankungen charakterisiert ist. Und zu guter Letzt gibt es die gute alte Pubertät. Jeder, der Teenies zu Hause rumhängen hat, weiß, dass Teenager häufig sehr stimmungsschwankend sind, und zwar immer dann, wenn man es nicht gebrauchen kann. Pubertät zeichnet sich dadurch aus, dass sie zumindest bei den meisten Menschen zeitlich dann doch irgendwie beschränkt ist und wieder aufhört. Die Stimmungsschwankungen der Pubertät sind situativ sehr wechselnd. Das ist ein großer Unterschied zwischen der Pubertät und den Erkrankungen und meistens dann doch durchbrechbar. Also wenn irgendwas Positives kommt, dann schwankt die Stimmung auch ins Positive. Das kennt auch jeder, wenn die Stimmung schlecht ist und die Teenies mit den Eltern verschkretzt sind und dann kommen aber plötzlich die Freunde ins Haus, dann geht die Sonne auf und alles ist gut. Das ist natürlich bei Patienten in den Erkrankungsphasen ganz anders. Stimmungsschwankungen in der Pubertät sind meistens selbst begrenzt, sind weniger tiefgehend und haben vor allem bei den Patienten, also bei den Teenies, keinen Leidensdruck. Der Leidensdruck liegt da meistens eher so auf Seiten der Eltern, wenn ich es mal so sagen darf. So ein Beispiel in diesem diagnostischen Durcheinander sehen Sie auf der rechten Seite des Slides. Da sehen Sie die Lindsay Lohan, die in diesem Bild-Zeitungsformat als Opfer einer schlechten Diagnose bezeichnet worden ist. Und diesen, der arme Frau Lohan, von der ich keine Ahnung habe, was die wirklich hat, ich kenne sie ja nicht, der wurden tatsächlich so gut wie alle Erkrankungen aus diesem Spannungsfeld angehängt. Bipolare Störung, Borderline-Störung, Suchterkrankung, ADHS. Ich weiß jetzt nicht, was die Kollegen der UCLA, also der Universität von Los Angeles, hier dann am Ende diagnostiziert haben. Ist aber letztlich auch egal. Es soll nur zeigen, dass die Differentialdiagnose zwischen all diesen Erkrankungen, gerade bei jungen Erwachsenen, schwer ist. Hier nochmal ganz kurz ein Wort zu den Hypomanien bei Jugendlichen. Das finde ich nämlich ganz spannend, wenn man die reinen diagnostischen Merkmale von Hypomanien mal untersucht bei Jugendlichen, dann sieht man, dass das gar nicht mal so selten ist. Ja? Wenn man hier auf dieser Achse pro 100.000 Personenjahren nimmt, dann haben ungefähr 1.000 davon, also 1% aller Jugendlichen, haben hypomane Episoden als Jugendliche. Aber die führen sehr, sehr selten zu echten Leidensdruck.
Die führen sehr selten dazu, dass man in Mental Health Care, also dass man zum Psychiater geht oder zum Psychologen geht. Das sehen Sie hier unten, das ist diese gestrichelte Kurve. Das ist deutlich geringer und Sie sehen auch, dass im Alter von 22 ungefähr das deutlich abfällt. Also hypomane Episoden bei Jugendlichen insgesamt rein symptomatisch gar nicht mal so selten, aber häufig ohne irgendwelchen Leidensdruck. Und man sieht das hier in dieser Abbildung 3, da steht some distress, also Leiden. Und der liegt eben nur bei den Patienten vor, wiederum, die in Mental Health Care sind, also die zum Psychiater, zum Psychologen gehen. Heißt also, dass in aller Regel diese hypomanen Episoden beim Jugendlichen keinen Leidensdruck und damit auch keinen Krankheitswert haben. Muss man genauer hingucken. Psychiatrische Erkrankungen verlaufen, und auch das noch so ein bisschen als im Vorfeld, verlaufen in zwei prinzipiell unterschiedlichen Kategorien. Es gibt Erkrankungen, die im Erwachsenenalter relativ klar definiert sind, im Kindes- und Jugendlichenalter aber sehr unspezifische Symptome aufweisen. Dazu gehören die Angsterkrankungen, dazu gehört die Major Depression, also die unipolare Depression, dazu gehört die bipolare Störung und dazu gehören die Schizophrenien. Im Erwachsenenalter, so mit 30, 40, 50 Jahren, kann man die relativ klar auseinandersortieren. Die Vorläufererkrankungen davon oder die Vorläufersyndrome davon, die sind im Kindes- und Jugendlichenalter total unspezifisch. Andersrum gibt es sehr charakteristische Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter, wie jetzt ADHS oder Autismus-Spektrum-Störungen, deren Symptomatik im Erwachsenenalter dann aber sehr viel unschärfer wird. Da gesellen sich dann andere Erkrankungen dazu. Die Symptomatik verändert sich, wird wesentlich diffuser, ist also, wenn man so will, ein bisschen gegenteilig zu diesen klaren erwachsenenpsychiatrischen Erkrankungen. Das ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass die Welt der Kinder- und Jugendpsychiatrie und die Welt der Erwachsenenpsychiatrie sehr lange gar nicht so sehr miteinander gesprochen hat. Wichtig ist zu wissen, dass 3/4 aller Patienten mit einer psychischen Erkrankung und vor dem 24. Lebensjahr krank werden, also in diesem Kindes- und Jugendalter. Auf der anderen Seite knapp 3/4 der vor dem 18. Geburtstag erkrankten Menschen auch eine Erkrankung in das Erwachsenenalter hinein hat. Faustregel also ganz, ganz grob, 3/4 aller Menschen, die an einer psychischen Erkrankung leiden, erkranken im Kindes- und Jugendalter und bleiben ins Erwachsenenalter hinein krank. Wenn wir von psychischen Erkrankungen sprechen, sprechen wir also in aller Regel von Erkrankungen, die die ganze Lebensspanne abdecken. Ja, und um das auch entsprechend anzugehen, müssen wir, glaube ich, hier im psychiatrischen Versorgungssektor dann doch besser sein. Wir müssen besser eine Zusammenarbeit erreichen zwischen Erwachsenen- und Kinder- und Jugendpsychiatern. Und die Phase dieses Übergangs von Kinder- und Jugendpsychiatrie in Erwachsenenpsychiatrie, das ist die sogenannte Transitionsperiode. Und die sollte man gemeinsam gestalten. Das sollte man immer dann machen, wenn es im späten Jugendlichenalter noch Symptome gibt, wenn andere psychische Erkrankungen dazukommen. Das sollte man gemeinsam planen, eben zwischen Kinder- und Jugendpsychiatrie und Erwachsenenpsychiatrie. Sollte das besprechen, sollte ein Übergangsprotokoll machen. Das soll vom Timing her eher flexibel sein. Das sollte ums 18. Lebensjahr abgeschlossen sein. Man sollte sich treffen, und zwar auch zusammen mit den Eltern des Patienten, dem Patienten, der Patientin selbst natürlich. Und allen Beteiligten sollten die Spielregeln klar sein des anderen Systems. Das ist ganz häufig, wenn Patienten aus dem Kinder- und Jugendlichenbereich dann in die Erwachsenenpsychiatrie kommen, dann stellen die fest, das sind ganz andere Spielregeln in der Erwachsenenpsychiatrie. Da hat man ja wesentlich weniger einen pädagogischen Auftrag als den therapeutischen. Da geht es sehr viel mehr um Eigenverantwortung, also ganz andere Spielregeln. Das gibt es leider viel zu selten bei Transitionsprojekten und Transitionsprogramme. Das liegt auch daran, dass es schlicht und einfach nicht finanziert ist. Aber es wäre enorm wichtig, wenn das flächendeckend implementiert wäre. Ja, kurz bevor wir tatsächlich zum Thema bipolare Störung gehen, noch ein Wort zum Thema Depression und ADHS. Wir haben hier eine große Studie gemacht in Deutschland mit einem Krankenkassendatensatz. Das sind in Summe 4 Millionen Patienten und wir haben uns in verschiedenen Altersspektren angeguckt, wenn Patienten mit ADHS diagnostiziert waren
Welche andere Erkrankungen wurden denn bei diesen Patienten noch diagnostiziert? Und Sie sehen auf dieser Seite die Gruppe der Patienten, die an ADHS litten. Und da sehen Sie, dass auf dem sechsten Rang der häufigsten gleichzeitig vorhandenen Diagnosen die depressive Episode schon landet. Und dann gleich die Anpassungsstörung kommt. Das ist ja im Wesentlichen mit einer großen Überlappung hier zur Depression zu sehen. Bei den Kontrollen, also gleichaltrigen, gleichgeschlechtlichen und so weiter und so fort ausgewählten Menschen, waren unter diesen Top-10-Diagnosen keine einzige psychische Diagnose. Warum geht so ein 18- bis 30-Jähriger zum Arzt? Gut, das sind Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Pille nehmen, Rückenschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, also alles eher Bagatellbeschwerden, wenn man so will, was hier auf den ersten 10 Rängen landet. Bei den 31- bis 50-Jährigen sieht das Bild noch viel dramatischer aus. Sie sehen hier wieder die ADHS-Patienten auf der linken Seite und Sie sehen hier, die zweithäufigste Diagnose ist schon die Depression, gefolgt von Rückenschmerzen, aber auch dann schon rezidivierende Depression, Anpassungsstörung, Angststörung, somatoforme Störungen, also eine enorm hohe Belastung mit gleichzeitig auftretenden psychischen Erkrankungen. In der Kontrollgruppe hier der 30- bis 50-Jährigen kommt auf Platz 10 erstmals eine psychische Erkrankung mit der somatoformen Störung, auf Platz 12 die Depression. Wenn man sich jetzt aber hier auch nochmal anguckt, ich finde das ganz interessant, die anderen häufigen Erkrankungen in dieser Altersgruppe, und da sprechen wir eben, wie gesagt, von einer Stichprobe, die insgesamt 4 Millionen Leute umfasst, auch da sind Rückenschmerzen, Kontrazeption, Screening-Untersuchungen, nicht entzündliche vaginale Erkrankungen, Atemwegsinfekte, Kurzsichtigkeit hier, unspezifischer Krimskrams, unspezifische Beschwerden, Bauch- und Beckenschmerzen. Also all das sind eher so Bagatell- und nicht gerade dramatische Erkrankungen, und da finde ich schon bedenklich, dass die Depression so weit oben hier rangiert. Das ist, glaube ich, von diesen Top-Erkrankungen mit Sicherheit diejenige, die am belastendsten ist. Wenn man das zusammenfasst, was wir hier getan hatten, wir haben uns hier angeguckt in den verschiedenen Altersgruppen der ADHS-Patienten, Suchterkrankungen, SOD, Adipositas, Stimmungserkrankungen und Angsterkrankungen, dann sieht man, dass für all diese Erkrankungsgruppen, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, diese psychischen Leiden deutlich häufiger bei den ADHS-Patienten sind, wenn man sich jetzt die Stimmungserkrankungen anguckt. Hier haben ADHS-Patienten in dieser Altersgruppe, wenn man das mal vergleicht, 4 versus 20%, beziehungsweise 8 versus 64%. Die Männer haben hier also ein 19-fach, fast 20-fach höheres Risiko, eine Depression oder bipolare Störung, die waren da zusammengefasst, auszubilden als die Kontrollgruppe. Also ein dramatischer Risikoanstieg bei den ADHS-Patienten. Und das sehen wir nicht nur in Deutschland. Es gibt etliche Untersuchungen aus anderen Ländern. Und da schlage ich jetzt langsam den Bogen zur bipolaren Störung. Ich zeige Ihnen jetzt zwei sogenannte Registerstudien. Was wird da gemacht? Man hat die Krankenkassendaten einer gesamten Bevölkerung oder fast einer gesamten Bevölkerung und kann die analysieren. Dadurch kann man die Daten unterliegen keinem systematischen Bias, keiner Verzerrung, weil man eben die ganze Bevölkerung vorliegen hat. Das gibt es sehr, sehr gut in Skandinavien, das gibt es sehr, sehr gut in Dänemark, Schweden, Finnland. In Deutschland sind wir da sehr schlecht, was solche Registerstudien angeht. Da hat die Politik einfach verschlafen, entsprechende Instrumente einzuführen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen hier eine Studie aus Dänemark mit insgesamt 61.000 ADHS-Patienten, davon 44% Frauen. Und wenn Sie hier auf Depression gucken und bipolare Störung, dann sehen Sie, bei Frauen knapp die Hälfte leidet an einer Depression, ein Drittel bei den Männern, bei der bipolaren Störung 20%, bei den Männern 10%, also auch hier im Vergleich zu den Kontrollen mit 5% bzw. 1% viel, viel häufigeres Vorkommen von Depression und bipolarer Störung. Wenn man nach Norwegen guckt, sieht das ganz genauso aus. Auch hier wurde untersucht für bipolare Störung und Depression. Auch hier 40.000 Erwachsene, die an ADHS leiden, 44% Frauen. Und auch hier
sieht man eine deutliche Steigerung des Risikos für bipolare Störung von 1% auf ungefähr 12%, bei Depression von 6% auf 24% in dieser Stichprobe. Also deutlich erhöht. Das Ganze hat natürlich auch Auswirkungen auf die Patienten, wie man sich vorstellen kann. Wenn man sich jetzt anguckt, was macht denn Depression mit ADHS-Patienten? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für Lebensqualität. Ich will hier oben nicht ins Detail gehen, das ist eine sogenannte Strukturgleichung, die untersucht, ob zwei Dinge direkt miteinander verbunden sind oder ob es noch was Drittes gibt, was die verbindet. Ja, also kann man sich jetzt so vorstellen, macht Fernsehgucken dick, also Fernsehgucken an sich macht nicht dick, aber wenn man beim Fernsehgucken immer Chips isst, dann macht das dick. So, solche Fragestellungen kann man damit beantworten. Und wenn man sich hier anguckt, führt adultes ADHS zu reduzierter Lebensqualität, dann ist das in dieser Untersuchung nicht signifikant, aber bei einer gleichzeitigen Depression führt die gleichzeitig vorhandene Depression zu deutlich reduzierter Lebensqualität bei ADHS-Patienten. Und das wirkt sich dann auf sehr viele andere Dinge wie Wohlbefinden, Stabilität und Aktivität aus. Soll heißen, die gleichzeitig vorhandene Depression ist der wichtigste Faktor für Einschränkungen der Lebensqualität bei Patienten mit ADHS. Und was man hier auch sieht, ist, je höher dieser Score, dieser Wert auf diesem ADHS-Schweregrad-Index, dieser Connors-Skala ist, desto höher auch die Wahrscheinlichkeit, dass gleichzeitig Depression und Angststörungen vorliegen. Die rote Kurve ist Depression und Sie sehen, je schwerer krank der Patient an ADHS ist, umso höher leider auch das Risiko, hier gleichzeitig an einer Depression zu leiden. Insofern ganz, ganz wichtiger Punkt, hier drauf zu gucken. Wie sehen Depressionen bei Patienten mit ADHS aus, vom klinischen Erscheinungsbild? Da gibt es ganz spannende Befunde aus dieser Bridge-to-Mix-Studie, die zeigt, dass bei ADHS eine höhere Zahl von hypomanen und manischen Symptomen in der Depression vorhanden ist. Es findet sich häufig so eine gemischte Depression. Das hat also schon was Bipolares, wenn man so drauf guckt. Das wirkt wie so eine bipolare Depression. Man findet auch einen häufigen Krankheitsbeginn vor dem 20. Lebensjahr, eine häufigere genetische Belastung für bipolare Störung, höhere Familienanamnese. Es kommt häufiger zu einem Switch in die Manie unter den Antidepressiva und es gibt insgesamt mehr bipolare Specifier. Also die Depression, die der ADHS-Patient hat, die wirkt an sich schon häufiger ein bisschen wie so eine bipolare Depression. Das nur ganz kurz generell, das wissen Sie wahrscheinlich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine unipolare Depression konvertiert in eine bipolare Störung. Und da sieht man, wenn man sich die gelbe Kurve anguckt, dass man insgesamt ungefähr 20% der Patienten mit einer unipolaren Depression nach 20 Jahren dann in eine bipolare Störung konvertieren. Wer aber hier viele Symptome hat einer Manie in der Depression, und das sind eben diese Patienten mit ADHS, der hat ein sehr hohes Risiko, schon relativ bald, nämlich nach 5 Jahren, in eine bipolare Störung zu konvertieren. Wenn man sich das also mal so zusammendenkt, Patienten mit ADHS haben eine Depression, die Depression sieht eher aus wie eine bipolare Depression, die haben mehr manische Symptome in der Depression und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass Patienten mit einer ADHS-Depression dann in eine bipolare Störung auch kippen. Aufgrund dessen hatten wir uns in der Arbeitsgruppe mal spezifisch angeguckt, wie häufig ist das jetzt, dass tatsächlich ADHS und bipolare Störung zusammen auftreten, haben uns die Epidemiologie angeguckt. Wir haben eine umfangreiche Literaturrecherche gemacht, das will ich Ihnen jetzt gar nicht im Detail hier zeigen. Wir haben sehr, sehr viele Veröffentlichungen durchsucht, insgesamt fast 7000 und sind dann am Ende mit 71 Studien tatsächlich rausgekommen, die sich dieser Frage widmen. Und Sie sehen jetzt hier eine sogenannte Meta-Analyse, in der immer geguckt worden ist, wie hoch ist denn
die Komorbidität einer bipolaren Störung mit ADHS. Hier eben, sind die Stichproben, die primär an ADHS leiden, also eine bekannte ADHS-Diagnose. Und man guckt, wie häufig finde ich denn bei diesen Patienten die Lebenszeitdiagnose einer bipolaren Störung oder eine aktuelle Diagnose einer bipolaren Störung. Und Sie sehen hier bei der Lebenszeitdiagnose ungefähr 10% aller ADHS-Patienten haben im Schnitt hier eine bipolare Störung, 8,4%, um genau zu sein. Das ist achtfach höher, das Risiko, als in der Allgemeinbevölkerung. Und auch die sogenannte Punktprävalenz, also eine aktuell aktive bipolare Erkrankung, hatten immerhin 4% der Patienten. Das sind sehr, sehr große Stichproben hier, insgesamt 24 Studien, über 200.000 Patienten, die eingegangen sind. Jetzt kann man auch andersrum fragen. Kurzer Exkurs noch, was ich ganz spannend fand. Wir haben untersucht auch, unterscheidet sich das für Bipolar 1 und Bipolar 2 und Männer und Frauen, was weiß ich. War alles nicht unterschiedlich. Das Einzige, was wir finden konnten, ist, dass die Studien aus Amerika ganz anders waren. Hier zeigen sich in Amerika, und das ist ganz überwiegend USA, viel, viel höhere Raten an bipolarer Störung bei diesen ADHS-Patienten als in Europa. Und Sie sehen, das lag 13% versus 4%, also schon dramatische Unterschiede. Warum das so ist, das kann man nur rätseln. Ganz generell sind die Diagnoseraten von bipolarer Störung in Amerika 2 bis 3 Mal so hoch im Vergleich zu Europa. Und man kann sich jetzt fragen, ob das an anderen diagnostischen Gepflogenheiten liegt, ob man vielleicht die Diagnose schneller stellt in den USA im Vergleich zu Deutschland. Sind es kulturelle Besonderheiten? Hatten wir all diese Vorfahren dieser Patienten irgendwie, waren die so mutig und sind so im 16. Jahrhundert aufs Schiff gehopst in der Manie und deswegen nach Amerika gefahren? Man weiß es nicht, schlicht und einfach. Finde ich aber eine sehr spannende Frage, die sich auch ziemlich durchzieht durch die Literatur. Wenn wir uns jetzt Patienten angucken, die primär an einer bipolaren Störung leiden und untersuchen die systematisch auf das Vorliegen eines ADHS, sehen wir ein ganz ähnliches Bild. Man sieht auch hier, dass, und da geht die Lebenszeithäufigkeit mit der aktuellen Häufigkeit ziemlich parallel, weil ADHS eben im Gegensatz zur bipolaren Störung nicht episodisch verläuft, sondern immer da ist. Insofern gleichen sich diese beiden Werte. Und wir sehen, dass ungefähr ein Fünftel aller Patienten, die an einer bipolaren Störung leiden, formal auch an einem ADHS leiden. Und das ist natürlich schon eine beträchtliche Zahl. Ich glaube, das ist auch wenig Kollegen bewusst, dass jeder fünfte Patient mit einer bipolaren Störung gemäß dieser Studien auch gleichzeitig an ADHS leidet oder litt. Also schon sehr, sehr hohe Nummer, wenn denn die Studien und diese Diagnosen so stimmen, muss man natürlich immer einschränkend dazu sagen. Aber es ist hochsignifikant und auch das sind Studien, die auf über 400.000 Menschen zurückzuführen sind. Das nur ganz kurz. Wir sehen auch in Familienstudien, dass ADHS und bipolare Störung irgendwie zusammenhängen. Was hier gemacht wird, ist, man sieht sich einen Patienten an, der an bipolarer Störung leidet. Und guckt, gibt es erstgradige Angehörige, die an einem ADHS leiden? Erstgradige Angehörige wäre Eltern, Kinder, Geschwister. Oder man guckt eben, ob ein Patient, der an ADHS leidet, einen erstgradigen Angehörigen hat, der an bipolarer Störung leidet. Und man sieht, dass das bei beiden das Risiko auf das Doppelte erhöht ist im Vergleich zu Kontrollpersonen. Und das legt nahe, dass es auch einen gewissen genetischen Zusammenhang zwischen diesen beiden Erkrankungen gibt. Was ich hier ganz spannend finde, und da würde ich Sie bitten, mal nur auf die linke Seite zu gucken und die rechte zu ignorieren, ist diese Studie aus Dänemark. Hier hat man gesucht, auch hier wieder in sehr, sehr großen Stichproben, 2,5 Millionen Menschen, wie hoch ist das Risiko für eine bipolare Erkrankung 17 Jahre nach der, ja, Jugend hier. Und wenn in der Jugend kein ADHS, keine Angststörung vorliegt, dann hat man ein sehr geringes Risiko, das ist hier das Bevölkerungsrisiko, 1 bis 2% für eine bipolare Störung. Liegt im Jugendalter eine Angststörung oder ADHS vor, dann ist das Risiko für eine spätere bipolare Störung bei 20%.
wie gesagt, 17 Jahre später. Und wenn beides vorliegt, Angst und ADHS, dann hat man ein über 60-mal erhöhtes Risiko, 17 Jahre später an einer bipolaren Störung zu leiden. Also eine fast 30-fache Erhöhung im Vergleich zu, in Anführungszeichen, gesunden Kindern. Und auch das legt jetzt schon die Idee nahe, dass es eine Art Verlauf gibt von ADHS, möglicherweise mit Angststörungen, hin zur bipolaren Störung. Und diese Idee hat hier Kollegin Anne Duffy aufgegriffen aus Kanada. Die hat sich Familien angeguckt, die an oder Eltern angeguckt, die an einer bipolaren Störung leiden und hat dann die Kinder untersucht und das nicht nur einmal, sondern über viele, viele Jahre hinweg. Und die hat ganz interessant und ganz pfiffigerweise die erkrankten Eltern eingeteilt in welche, die auf Lithium angesprochen hatten und welche, die nicht auf Lithium angesprochen hatten. Und wenn man sich hier anguckt, wie ist denn der Nachwuchs gewesen dieser lithiumresponsiven Eltern? Dann waren das Kinder, die gesund angefangen haben und manchmal natürlich auch gesund geblieben sind. Aber wenn sie denn erkrankt sind, dann ist es häufig über Angst- und Schlafstörungen hin zu Anpassungsstörungen, zur depressiven Erkrankung und dann zur bipolaren Störung gegangen. Also das, was vielleicht die Patienten, die jetzt an der bipolaren Störung an den Bildschirmen draußen aus eigener Erfahrung kennen, vielleicht aus der eigenen Kindheit heraus. Es geht eher los mit unspezifischen Angst- und Schlafstörungen und dann über die Depression hin zur bipolaren Störung. Die Kinder der Eltern, die nicht auf Lithium angesprochen hatten, die hatten einen ganz anderen Verlauf. Die fingen schon von Grund an mit mehr Problemen an, mit kognitiven Einschränkungen und mit so Störungen der Sozialisation, sozialen Interaktionsproblemen, Stimmungsschwankungen schon als Kind. Und hatten dann eben ein höheres Risiko an ADHS zu leiden und geht dann auch hier über Stimmungserkrankungen hin zu einem ganz bunten Bild, bipolare Störung, aber auch Psychose-Spektrum-Erkrankungen. Soll heißen, dieser Typ der bipolaren Störung, der nicht auf Lithium anspricht, das ist vielleicht wirklich ein bisschen was anderes und da stecken noch andere Sachen mit drin, eben ADHS und vielleicht auch Psychose-Risikofaktoren. Man kann sich jetzt dann noch andere theoretische Verläufe vorstellen. Ich habe das mal hier so dieses nicht bipolare ADHS genannt, was dann eben hin zu einer Depression gehen kann oder so eine reine unipolare Depression von gesunden Kindern über Angststörungen hin dann zu der Depression, die dann vielleicht sogar therapieresistent wird. Ich glaube, solche Langzeituntersuchungen sind ganz, ganz wichtig, auch um ja, unterschiedliche Erkrankungsverläufe und dadurch vielleicht auch unterschiedliche Erkrankungsmechanismen zu identifizieren. Ja, warum ist das Ganze jetzt tatsächlich gar nicht so einfach, das als Arzt auseinanderzuhalten oder zusammenzubringen? Wir haben gerade im Erwachsenenalter sehr, sehr schwierige differenzialdiagnostische Probleme, das hatte ich gesagt. Und Patienten kommen zu uns Ärzten ja nicht mit der vollen Krankengeschichte und einer kompletten Diagnose, kommen erstmal mit Beschwerden. Und wenn ein Patient kommt mit den Beschwerden Stimmungsschwankungen, sagt, ich habe, ja, manchmal bin ich depressiv, dann bin ich wieder überschwänglich, kann meine Gefühle nicht kontrollieren, ich schlafe schlecht, ich habe immer wieder mal Angst, dann kann das natürlich ganz gut zu einem ADHS passen, aber es könnte sich auch um so ein bipolares Prodrom handeln. Und was wichtig ist, dass die Spezifität dieser Prodromalsymptome der bipolaren Störung eben sehr gering ist. Wenn man das mal zusammenfasst, diese Prodromalsymptome, das sind Irritabilität und Aggression, Schlafstörungen, total unspezifisch, so manieähnliche Symptome, depressionsähnliche Symptome, das ist auch nicht weiter erstaunlich, und dann Symptome aus dem Bereich Angst und Stimmungsschwankungen und all das, insbesondere hier Irritabilität, Schlafstörungen, Angstsymptome, Stimmungsschwankungen finden Sie natürlich auch beim ADHS-Patienten. Insofern ist dieses bipolare Prodrom im Querschnitt manchmal gar nicht so einfach auseinanderzuhalten von dem ADHS. Wie kann man es dann doch auseinanderhalten? Man muss natürlich gut fragen, ob diese Symptome irgendwie erst vor ein, zwei, drei Monaten, vielleicht einem Jahr eingesetzt haben oder ob die schon immer da waren, wann denn die Beschwerden losgingen, ob das im Kindesalter schon losgeht, ob motorische Hyperaktivität dazu kam und ob ein Aufmerksamkeitsdefizit dazu kam. Das ist dann doch ein recht charakteristisches Symptom eben des ADHS,
nicht der bipolaren Störung, aber ich muss dieses Aufmerksamkeitsdefizit eben zumindest rückblickend ab dem Kindesalter auch bestätigt finden. Also hier ist eine gute Anamnese des Patienten, gute Erhebung der Krankheitsvorgeschichte, ganz, ganz wichtig. Patienten selbst erinnern das nicht unbedingt immer ganz zuverlässig. Das liegt in der Natur der Sache. Das geht jedem von uns, dass man sich nicht mehr 100% richtig an das erinnert, wie man als Kind war. Insofern ist da ganz entscheidend, auch die Eltern, wenn es möglich ist, noch mit zu befragen. Die zweite schwierige Differentialdiagnose sind diese bipolaren Mischzustände, Mixed States, die Kraepelin schon depressive Manie genannt hat. Das sind Zustände, wissen Sie besser als ich, in denen Symptome aus der Depression wie Hoffnungslosigkeit und gedrückte Stimmung sich mischen mit Symptomen der Manie, gesteigerten Antrieb, Gereiztheit, Ideenflucht, häufig Suizidgedanken, muss ein extrem quälender Zustand sein für die Patienten wegen dieser gleichzeitig schlechten Stimmung und auch gesteigertem Antrieb. Hier ist unter anderem die Suizidgefahr bei der bipolaren Störung am höchsten. Und auch das kann im Querschnitt schwer von dem ADHS zu unterscheiden sein. Auch hier ist die exakte Erhebung der Krankenvorgeschichte ganz, ganz entscheidend. Ja, hier sehen wir mal zum Thema Stimmungsschwankungen bei ADHS so eine Grafik, in der Patienten mit ADHS immer wieder angepinkt worden sind während eines Tages und gefragt worden bist, wie verärgert bist du gerade, wie irritabel bist du gerade, wie sehr schwankt deine Stimmung. Und je dunkler, umso irritabler. Und man sieht hier schon auf den ersten Blick, die ADHS-Gruppe hat viel, viel mehr dieser grauen Kästchen im Vergleich zu diesen gesunden Kontrollen. Das soll heißen, die Stimmungsschwankungen hier bei ADHS sind eben deutlich festzustellen. Und leider hat man jetzt hier als Kontrolle nicht Patienten auch mit einer bipolaren Störung mal parallel mit untersucht. Das ist was, was wir momentan mit raffinierterer Methodik auch als Studie planen. Gibt natürlich aber auch Unterschiede zwischen bipolarer Störung und dem ADHS, und auch das muss man wissen und erfragen. ADHS beginnt typischerweise in der Kindheit, per Definitionem, die bipolare Störung in der späten Jugend, im frühen Erwachsenenalter. ADHS, hatte ich gesagt, ist eher immer irgendwie vorhanden, während die bipolare Störung eine phasische Erkrankung ist. Bipolar 1 mehr als Bipolar 2. Die Charakteristiken der Stimmungsschwankungen sind bei der bipolaren Störung anders. Die Episoden kommen seltener vor, sind dann aber deutlich ausgeprägter als bei ADHS, sind oft oder sind relativ selten durch externe Triggerfaktoren klar ausgelöst, während die Stimmungsschwankungen bei ADHS sehr viel häufiger sind. Hochfrequente Stimmungsschwankungen, wechseln teilweise untertags. Während das eben nicht so ausgeprägt ist, keine tiefen Depressionen oder schwere Manien findet man da nicht. Und das ist häufig situativ sehr beeinflusst. Und wir finden natürlich einen Unterschied in der Pharmakotherapie. Wir finden einen positiven Effekt von Stimulantien, Methylphenidat bei ADHS und einen positiven Effekt bei Lithium, bei der bipolaren Störung. Auch das ist ganz, ganz entscheidend. Und all diese Dinge muss man jetzt abfragen als Arzt, als Psychologe. Wenn man sich der Frage nähert, handelt es sich denn hier um eine bipolare Störung, handelt es sich um ADHS oder handelt es sich um beides? Wie gesagt, alles drei ist möglich und ich muss das wirklich gut abgrenzen. Ich muss da gut Mühe drauf verwenden, um die exakte Differentialdiagnose entweder der Komorbidität oder einer der beiden Erkrankungen zu machen, um dann auch die richtige Therapie einzuleiten. Ja, ganz kurz, Mechanismen will ich eigentlich gar nicht drauf eingehen. Ich habe gesagt, Genetik ist möglicherweise was, was die beiden Erkrankungen verbindet. Sie sehen hier Befunde zur Genetik bei ADHS. All das, was hier über diesen Strich drüber geht, wäre ein signifikant assoziiertes Gen. Hier sind die Chromosomen. Und wenn man jetzt das mal untersucht, ob diese Risikogene auch bei anderen Störungen auftreten, dann sieht man, dass hier eine sogenannte genetische Korrelation besteht, nicht nur mit allen möglichen metabolischen Parametern wie Übergewicht oder Body Mass Index, sondern auch mit Depression und bipolarer Störung, sodass man schon sagen kann, eine gewisse geteilte genetische Basis gibt es. Das überspringe ich mal gerade.
Und wie könnte man sich das vielleicht vorstellen, speziell im Hinblick auf bipolare Störungen und ADHS? Es gibt möglicherweise Risikogene, die sind relativ spezifisch für ADHS, sind vielleicht auch Impulsivitätsrisikogene. Und es gibt Risikogene, die sind spezifisch für eine bipolare Störung oder Manie. Und es gibt eine Überlappung für beides. Und diese Überlappungsgruppe, die liegt vielleicht zu dieser Komorbidität bipolarer Störung und ADHS und vielleicht auch Bipolar-2-Störung zugrunde. Das ist aber rein hypothetisch, da gibt es jetzt noch keine Belege dafür. Das überspringe ich auch mal aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, weil ich lieber noch zwei, drei Worte zur Therapie verlieren möchte. Sie alle wissen, wir haben in der Psychiatrie drei Säulen der Behandlung. Wir haben die Psychopharmakotherapie, das wäre bei ADHS im Erwachsenenalter vorwiegend Stimulanzien, also Methylphenidat retardiert, unretardiertes Methylphenidat, Amphetamin und Atomoxetin als Nichtstimulanz. Wir haben als zweite Säule die Psychotherapie mit Psychoedukation und Einzelgruppenpsychotherapie, hier vor allem Verhaltenstherapie etabliert bei ADHS und Soziotherapie, berufliche Beratung und Familienberatung. Wie schneiden denn jetzt diese Therapien ab? Sie sehen hier die sogenannte Kompass-Studie. Das kennt, glaube ich, die ganze ADHS-Welt, die bipolare Welt nicht so. Das ist eine sehr, sehr ausgefuchste Studie von sehr hohem methodischem Niveau, in der erwachsene ADHS-Patienten behandelt worden sind, entweder mit Methylphenidat oder mit Gruppenpsychotherapie. Und es gab jeweils eine Vergleichsgruppe, Placebo-Gruppe oder sogenannte Clinical Management, das ist sozusagen Placebo-Psychotherapie. Und es gab alle Kombinationen, die man sich denken kann. Also Gruppenpsychotherapie mit Medikament, Gruppenpsychotherapie mit Placebo, Placebo-Psychotherapie mit Medikament und Placebo-Psychotherapie mit Placebo-Medikament. Und wenn man sich das jetzt anguckt, dann sieht man, dass im Hinblick auf die ADHS-Kernsymptomatik das Medikament dem Placebo überlegen war, egal ob Psychotherapie oder nicht gemacht wurde. Man sieht, dass die Gruppenpsychotherapie sich aber nicht von dieser Psychotherapie-Placebo-Gruppe unterschied. Da muss man jetzt aber sagen, dass diese Vergleichsgruppe Clinical Management schon sehr, sehr gut behandelt worden war. Das waren alles ausgebildete Therapeuten, denen man wahrscheinlich das Therapeutendasein überhaupt nicht hat austreiben können, sodass das zwar keine formale Psychotherapie war, aber sicherlich psychotherapeutische Wirkelemente mit drin hatte. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Man hat jetzt bei all diesen Patienten auch Depressionen mit erfasst, mit dem Beck Depression Index, und man hat gesehen, dass keine der Therapiearten, also weder Medikation noch Psychotherapie, hier Einfluss hatte auf die Depressionsschwere bei den ADHS-Patienten. Man muss allerdings auch sagen, dass diese Patienten nicht für Depression gleichzeitig ausgewählt waren. Da waren sehr viele Patienten, die gar nicht an Depression litten. Da kann sich also auch nichts verbessern, weil es schon gut ist. Insofern ist das eine Aussage, die man aus dieser Studie nicht ohne weiteres herausnehmen kann. Es gibt eine andere Studie, die auch ein ähnliches Design hatte, die tatsächlich interessanterweise einen Effekt von Psychotherapie auf auch Depressionswerte hier hatte, und zwar sehr signifikant. Allerdings ist das eine etwas komische Studie. Hier wurde unter anderem ein Kinderfragebogen verwendet, um das ADHS im Erwachsenenalter einzuschätzen, und es sind noch viele, viele andere Dinge, die einen so ein bisschen stutzig machen in dieser Studie, die so auch nie repliziert werden konnte. Also die Studie von der Alex Philipsen ist hier um Längen besser, muss man sagen. Tja, jetzt weiß ich es also angesichts dieser Studien immer noch nicht, was ich mache. Gibt hier auch tatsächlich erstaunlicherweise keine wirklich kontrollierten Studien. Das ist schon auch interessant. Ich hatte Ihnen ganz zu Beginn gesagt, ungefähr die Hälfte aller ADHS-Patienten im Erwachsenenalter leidet mal an einer Depression. Wir haben 3 bis 5% der erwachsenen Bevölkerung, die an ADHS leiden, sprechen also von 2% der Bevölkerung, bei der diese Konstellation mal auftritt. Und es sind ja nun dann doch schon über 1 Million Menschen in Deutschland, von denen wir da sprechen. Es gibt aber irgendwie keine kontrollierte Studie, die einen sagt, was mache ich denn nun? Insofern ist man auf Faustregeln, klinisches Erfahrungswissen und Ähnliches angewiesen. Ich bin mir ganz sicher, man kann
auch während einer Depression. Häufig kommen diese Patienten ja mit der Depression und nicht wegen des ADHS in Behandlung. Man kann die ADHS-Diagnose auch in der Depression stellen, sollte vielleicht nochmal später genauer nachgucken, aber das ist schon möglich. Die Leitlinien sagen, dass in der Regel zuerst die Depression leitliniengerecht behandelt werden sollte und wenn die Depression dann besser ist, dann sollte das ADHS mitbehandelt werden, hier First-Line-Therapie mit Methylphenidat. Wie lange man sich dazwischen Zeit gibt, ist abhängig vom Schweregrad und auch von der Erfahrung des Behandlers. Und ich glaube wirklich, letzteres ist ein entscheidender Punkt. Je mehr Erfahrung man mit diesem komorbiden Krankheitsbild hat, ich glaube, umso niedrigschwelliger wird man dann auch beide Erkrankungen letztendlich gleichzeitig behandeln. Empfohlen wird aber die sequentielle Behandlung Depression zuerst, ADHS als zweites. Im Kinder- und Jugendalter ist es interessanterweise andersrum. Wenn man da die Komorbidität hat, wird man zuerst das ADHS behandeln, dann die Depression. Keinesfalls muss man aber Angst haben vor der Methylphenidat-Behandlung. Das verschlechtert die Depression nicht, allenfalls verbessert es eben auch die Stimmungserkrankung. Wenn ich denn ein Medikament wähle in dieser Komorbidität, was mache ich dann? Dann suche ich mir eins raus, wo ich mir zumindest theoretisch auch einen Effekt auf das ADHS vorstellen könnte. Das wäre Venlafaxin, Bupropion oder Nortriptyline. Das wären da so die drei Medikamente der Wahl. Ja, und was mache ich jetzt bei der Komorbidität bipolare Störung und ADHS? Da haben ganz, ganz viele Kollegen große Angst, mit Methylphenidat zu behandeln, weil sie denken, man schießt die Patienten da in die Manie. Was man natürlich sagen muss, ist, dass bei dieser Komorbidität auf jeden Fall ein Stimmungsstabilisator an Bord sein muss, idealerweise Lithium oder eines der alternativen Präparate. Patienten mit ADHS bevorzugen jetzt nicht unbedingt atypische Antipsychotika, wie jetzt das Paridon oder ähnliches, weil das eher unangenehm von den Nebenwirkungen ist. Wenn man atypisches Antipsychotikum gibt, dann am ehesten Aripiprazol. Und wenn man jetzt ein stimmungsstabilisierendes Medikament an Bord hat, dann kann man gut mit Methylphenidat behandeln. Das weiß man jetzt aus großen schwedischen Studien wiederum. Sie sehen dieses etwas komplizierte Design, was immer zwei Zeiten vergleicht, behandelte Perioden versus unbehandelte Perioden mit und ohne Stimmungsstabilisatoren. Und das Entscheidende ist hier diese Gruppe. Wenn man Mood Stabilizing Medication hat, dann gibt es kein erhöhtes Risiko, sogar ein bisschen erniedrigtes Risiko für eine Manie. Das ist also eine sichere Kombination, kann man ruhig machen, aber eben nur bei Anwesenheit eines Stimmungsstabilisators. Ja, da würde ich jetzt gerne zum Ende kommen und zusammenfassen. Wie gesagt, adultes ADHS, Depression und bipolare Störung können komorbid auftreten. Ungefähr die Hälfte aller Erwachsenen ADHS-Patienten leidet mindestens einmal im Leben an einer depressiven Episode. Wenn das der Fall ist, dann ist das häufig eine, die bipolar aussieht, die auch ein höheres Risiko hat, an eine bipolare Störung überzugehen. Ungefähr 10% aller ADHS-Patienten leiden dann auch an einer bipolaren Störung. Ungefähr 20 Patienten mit einer bipolaren Störung leiden an ADHS. Wenn man das jetzt zusammen verrechnet, kommt man auf eine Häufigkeit von 0,4% der gesamten Bevölkerung, die an beiden Erkrankungen leiden. Und das ist schon relativ viel, muss man sagen. Da sprechen wir von auch einigen hunderttausend Menschen in Deutschland. Die Erkrankungen auseinanderzuhalten kann teilweise sehr schwierig sein. Es erfordert eine exakte Diagnosestellung unter guter Erhebung der Krankheitsvorgeschichte. Und idealerweise auch mit den Angehörigen zusammen, die die Krankheitsgeschichte ja, bewerten, schildern. Es gibt teilweise noch weitere Erkrankungen, die man mit bedenken muss bei Stimmungsschwankungen, emotionaler Labilität, wie beispielsweise Borderline-Störung, schizoaffektive Erkrankungen und weiteres. Wichtig in dieser Anamnese ist eben, die Grundregel, kein adultes ADHS ohne ADHS in der Kindheit, sodass man hier auf jeden Fall Screening-Fragen machen sollte bei allen Patienten mit bipolarer Störung. Ich denke, man muss daran denken. Und wenn die Screening-Fragen positiv sind,
dann sollte man einen gestuften diagnostischen Prozess einleiten mit den validierten Instrumenten, WUS, CAS oder idealerweise den DIVA. Das kann man machen während einer bipolaren oder unipolaren Depression. In der Manie oder während eines gemischten Zustandes kann man das nicht wirklich gut diagnostizieren. Dann sollte man unbedingt die Diagnose während des gesunden Zustands hinsichtlich der Stimmung bestätigen. Wenn das ADHS klinisch relevant ist, nicht jedes ADHS im Erwachsenenalter muss auch unbedingt behandelt sein, aber wenn das ADHS klinisch relevant ist, dann sollte es auch behandelt werden. Und das sollte man dann auch in der Komorbidität tun. Mittel der Wahl sind auch da Stimulantien, unbedingt bei der bipolaren Störung einen Stimmungsstabilisator mit drauf dazugeben. Die Kombination mit Antidepressiva ist unproblematisch. Möglicherweise kann man auch emotionale Dysregulation plus Depression ganz gut mit Quetiapin mal behandeln, wenn eben das notwendig sein sollte. Auf jeden Fall wichtig und hilfreich sind Psychoedukation und Psychotherapie bei allen Erkrankungsgruppen und hier sollten eben diese Zusammenhänge auch dargestellt und berichtet werden. Jo, damit bin ich am Ende. Sie sehen einen schwarzen Bildschirm und ich beende damit die Bildschirmpräsentation wieder und freue mich auf Ihre Fragen. Ja, erstmal ganz herzlichen Dank. Das war spannend, sehr komprimiert. Ich hoffe, dass alle gut mitgekommen sind. Ich fange jetzt mal mit den Fragen an, die im Chat aufgeschlagen sind. Und ich denke, da wird noch die ein oder andere dazukommen. Die erste Frage, ganz zurück zum Anfang, gibt es tatsächlich angewandte Transitionsprogramme? KJP Jena und Bamberg benennen das Thema seit Jahren, doch keine Reaktion der Kassen. Es gibt ein paar Modellprojekte, muss man sagen, die wir auch mal zusammengefasst haben. Es gibt so eine Handvoll Transitionsstationen. Das sind jetzt stationäre Einrichtungen, in denen ja so typischerweise 16- bis 21-Jährige behandelt werden, gemeinsam von einem Kinder- und Jugendpsychiater oder Erwachsenenpsychiater. Das ist schon mal gut für die Patienten, weil sie die Expertise aus beiden Expertengruppen haben. Also im Prinzip eine gute Sache. Die gibt es aber sehr selten, diese Transitionsstationen. Es gibt eine in Mannheim, es gibt eine in Wasserburg, es gibt noch eine Handvoll andere. Aber das meint ja letztendlich Transition auch nicht unbedingt. Transition meint ja, dass ich alle Patienten, bei denen das relevant ist, gezielt dann aus dem kinder- und jugendpsychiatrischen Bereich in den Erwachsenenbereich übergebe. Und das findet quasi nicht statt, muss man sagen. Zum einen wird es nicht vergütet. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, wenn Sie die Kinder- und Jugendpsychiater fragen, die sagen, ich finde keinen Erwachsenenpsychiater, der mir die Patienten abnimmt, weil die alle genug zu tun haben und die wollen unsere Patienten auch gar nicht. Wenn Sie die Erwachsenenpsychiater fragen, dann sagen die Kinder- und Jugendpsychiater fragen ja gar nicht, wir würden es ja gar nicht tun, aber die müssen schon zu uns kommen. So wird der Schwarze Peter ein bisschen im Kreis rumgeschoben. Wir selber haben eine Transitionssprechstunde in der Klinik, also ein Tag in der Woche, der reserviert ist für Transitionspatienten. Da arbeiten wir mit der lokalen Kinder- und Jugendpsychiatrie zusammen. Das wäre im Prinzip auch für Patienten von außen, also aus dem niedergelassenen System offen, da erreicht uns aber ehrlich gesagt auch nichts. Ich glaube einfach, dass das ein Problem ist, was im Alltag unter der zeitlichen Belastung einfach untergeht, leider. Und solange man das nicht strukturiert, systematisch implementiert und auch vergütet, da ist halt die Welt auch so, wie sie ist, wird sich da auch nichts dran ändern. Dann wäre vielleicht nochmal, weil wir ja hier sehr gemischt sind im Publikum, eine Begriffsklärung ganz gut. Ich denke, gerade für die ADHSler wäre mal gut zu wissen, was heißt denn Bipolar 1 und 2 und umgekehrt. Was ist eine hyperkinetische Störung? Und zu guter Letzt, wie nennt man die Mischform von ADHS und bipolarer Störung? Gut, drei Fragen. Die erste Frage ist einfach, Bipolar 1 und Bipolar 2 ist eine Unterteilung der bipolaren Störung. Bei den Bipolar-1-Patienten gibt es Depressionen, so wie man sie kennt, und Manien, so wie man sie sich im Lehrbuch vorstellt, also stark antriebsgesteigerte Zustände mit man redet mehr, man handelt ungezielt, man handelt impulsiv, man gibt viel Geld aus, man macht allerlei Dinge, kann sich nicht mehr steuern, normalerweise ist in der Manie ein Funktionieren im sozialen oder beruflichen Kontext nicht mehr möglich. Die Hypomanie ist das ganze Leid, sage ich jetzt mal. Also da gibt es die sogenannten Hypomanien. Auch da ist man
antriebsgesteigerter, spritziger, neigt vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu riskanten Verhalten, kann sich aber üblicherweise noch in so sozialen Kontexten oder beruflichen Kontexten zumindest mal ein Stück weit bewegen. Ist also so eine Leitmanie, wenn man so will. Und bei der Bipolar-2-Störung kommt es eben nur zu diesen leichten Manien, zu diesen Hypomanien, aber eben nicht zu den schwer ausgeprägten vollen Manien. Man kann jetzt nicht in die Zukunft gucken. Jeder Patient mit einer Bipolar-2-Störung kann natürlich mal auch eine volle Manie ausbilden und dann qualifiziert er als Bipolar-1-Störung. Gerade rückblickend sind Hypomanien relativ schwer zu diagnostizieren. Das erfordert häufig auch die Anamnese durch die Angehörigen. Und es scheint aber schon so ein bisschen grundsätzlich andere Erkrankungen zu sein. Bipolar-2-Störung zeichnet sich auch dadurch aus, dass es mehr Frauen sind, sind mehr gemischte Episoden vorhanden, es sind mehr Rapid-Cycling-Verläufe, also wo man sehr viele Phasen hat, häufiger komorbide Suchterkrankungen. Also es ist eine etwas unschärfer definierte Erkrankungsentität im Vergleich zur klassischen Bipolar-1-Störung, die meistens einen sehr klaren Verlauf hat. Zweite Frage, hyperkinetisches Syndrom, heute eigentlich kein Begriff mehr, der häufig gebraucht wird, war früher quasi das Synonym für das rein hyperkinetisch, die hyperkinetische Verlaufsform des ADHS. Für die Patienten mit bipolarer Störung unter uns, die jetzt nicht so firm sind, im ADHS. ADHS hat zwei Kern-Symptomkomplexe. Das eine ist die Aufmerksamkeitsstörung, dass man sich nicht konzentrieren kann, immer abspringt in Gedanken, nicht zuhören kann, dauernd abgelenkt ist, verträumt ist. Der Geist geht auf Reisen und reist da teilweise auch sehr lang und ist dann nicht mehr bei der Sache. Das wäre also so dieses typisch Verträumte. Und das zweite sind die hyperkinetischen Symptome. Patienten können nicht still sitzen, müssen sich dauernd bewegen, zappeln, ja, so dieses typische Zappelphilipp. Die Kinder springen über Tisch und Bänke, rennen dauernd rum. Diese hyperkinetischen Symptome, die verlieren sich im Erwachsenenalter dann häufig. Ja, also es ist sehr selten, dass jetzt der erwachsene ADHS-Patient dann dauernd noch über die Tische turnt. Man sieht dann aber noch so kleine Bewegungen, zappeln mit den Füßen, kleine Handbewegungen, solche Sachen. Aber die Körperkontrolle an sich, die ist meistens dann schon gegeben. Was meistens noch feststellbar ist und was auch eher so dieser Bewegungsdomäne zuzuordnen ist, ist die gesteigerte Impulsivität der Patienten. Aber diese beiden groben Domänen gibt es und vor allem das Aufmerksamkeitsdefizit kann auch isoliert vorkommen. Dann spricht man vom Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, ADS, während bei ADHS sowohl Aufmerksamkeitsdefizit als auch Hyperaktivität vorkommen können, zusammen ADHS dann. Und die Gelehrten streiten sich, ob es eben auch ein reines hyperkinetisches Syndrom, also nur diese motorischen Symptome ohne Aufmerksamkeitsdefizit gibt. Im Erwachsenenalter gibt es das quasi nicht oder gibt es das nicht, kann ich sagen. Im Kindes- und Jugendalter, da müsste man jetzt einen Kinder- und Jugendpsychiater fragen, was da die Haltung zu ist. Da bin ich jetzt nicht der Experte für. Und die dritte Frage war, was nochmal? Die Frage war, wie nennt man die Mischform von ADHS und bipolarer Störung? Ja, die hat noch keinen Namen. Das können wir uns jetzt hier ausdenken. Nein, also man würde jetzt sagen, das ist eben eine Komorbidität ADHS, bipolar, hat aber noch keinen Namen. Wir können es das Heinrich-Hoffmann-Syndrom nennen. Dürfen wir uns lustig was einfallen lassen. Gut, machen wir weiter mit den Fragen. Sie sprachen am Rande von der Möglichkeit psychotischer Symptome. Bleiben diese und zum Beispiel auch Angst- und Schlafprobleme temporär und gehen später in eine bipolare Störung über? Also die psychotischen Symptome sind ja dann typischerweise, wenn sie in diesem Spannungsfeld, von dem wir sprechen, Symptome der schizoaffektiven Störung oder der bipolaren Störung. Das kommt also erst im Erwachsenenalter. Und wenn die Diagnose denn stimmt der bipolaren Störung, dann sind die psychotischen Symptome auf dem Gipfel der Stimmungssymptomatik, also in der schweren Manie, und dann sind die auch, was wir stimmungskongruent nennen, die passen also zur Stimmung. Der Maniker, der fühlt sich also großartig, der denkt, er ist ein wahnsinnig talentierter Künstler, er ist der beste Schauspieler der Welt, er hat ein fantastisches Talent und solche Dinge. In der Depression denkt man typischerweise,
Man hat sich verschuldigt, man hat sich versündigt, Bagatellen werden aufgeblasen, man denkt, wegen des nicht bezahlten Strafzettels kommt jetzt die Polizei und die Familie kommt ins Gefängnis, solche Dinge. Wenn das nicht der Fall ist, also wenn die psychotischen Symptome da sind, obwohl die Stimmung eigentlich normal ist, oder wenn die psychotischen Symptome nicht zur Stimmung passen, ja, Verfolgungswahn in der Manie beispielsweise, weil man denkt, dass der Geheimdienst hinter einem her ist, dann würde mich das an der Diagnose zweifeln lassen und dann würde ich eher eine schizoaffektive Störung oder denn sogar eine schizophrene Psychose diagnostizieren. Das ist so eine Daumenregel. Zum ADHS gehören die psychotischen Symptome überhaupt nicht. Also wenn, dann tritt das nur auf, wenn man das Stimulans viel, viel zu hoch dosiert hat als Nebenwirkung, aber zur Erkrankung an sich gehört das nicht und auch zur regelhaften Therapie gehört es auch nicht dazu. Ja, machen wir mal weiter mit ein paar Medikamentenfragen. Reduziert Lithium die Wirkung von Methylphenidat? Also es gibt keine kontrollierten Studien dazu, die ich kennen würde. Das, glaube ich, hat niemand untersucht systematisch. Aus der klinischen Erfahrung heraus, ich denke mal, ich überblicke schon so 40, 50, 60 Patienten, kann ich das jetzt nicht so sehen. Nee. Wenn man mit Lithium gut eingestellt ist, kann man dann davon ausgehen, dass schnell wechselnde Stimmungsschwankungen und plötzlich kurzfristig auftretende Aggressionen auf das ADHS zurückzuführen sind. Das kann schon sein, ja. Und das wäre tatsächlich mal so eine Frage. Da würde ich dann zu jemandem gehen, der sich mit der Sache auskennt und fragen, können Sie bei mir mal eine ADHS-Diagnostik machen? Und wenn sich dann herausstellt, dass tatsächlich ein komorbides ADHS vorliegt, dann würde ich das in der Situation auch mit Methylphenidat behandeln. Und da sieht man dann schon mal ganz erstaunliche Erfolge. Dann werde mit Lamotrigin behandelt, Diagnose ADHS und Bipolar 2, 55 Jahre, Diagnose erst letztes Jahr, ADHS im Kindes- und Jugendalter. Strattera wurde vor kurzem abgebrochen, weil keine Wirkung auszumachen war. Ja, da würde ich sogar die Diagnose der Bipolar-2-Störung nochmal hinterfragen. Das ist ja für mit Mitte 50 wäre das eine relativ späte Erstdiagnose und würde mich fragen, ob die Symptomatik nicht sogar komplett im adulten ADHS aufgeht. Würde ich auf jeden Fall mal einen Behandlungsversuch mit Methylphenidat machen. Und kam aus den rezidivierenden majoren Depressionen trotz langjähriger Behandlung erst hinaus, als ich mein ADHS entdeckte und drum kümmern konnte. Darum kann ich aus meinem Erleben hinaus die Leitlinie nicht nachvollziehen, warum erst die Depression zu behandeln ist. Ist das ein Einzelfall oder gibt es Überlegungen, die Leitlinie zu öffnen? Also das steht so, also Leitlinie war jetzt auch vielleicht ein bisschen flapsig formuliert, es steht jetzt so nicht in der Depressionsleitlinie, die auch momentan revidiert wird. Und in der ADHS-Leitlinie müsste ich sogar nochmal nachgucken, ob es da adressiert ist. Das ist aus irgendeiner, das Zitat ist aus einer internationalen Leitlinie. Das ist jetzt auch nicht evidenzbasiert. Es gibt keine Studien dazu. Das ist also die Empfehlung von manchen Klinikern. Ich persönlich würde es auch anders machen und mache es auch anders. Also wenn ich die beiden Diagnosen gleichzeitig sehe und mir der Patient auch berichtet, dass das ADHS schon immer ein klinisches Problem auch war, dann würde ich auf jeden Fall auch beide Erkrankungen gleichzeitig therapieren. Gibt es meines Erachtens jetzt relativ wenig Grund, das nicht zu tun. Das sind so theoretische Überlegungen, dass man sagt, na ja, vielleicht werden in der Depression die Beschwerden überbetont und wenn ich die Depression erfolgreich behandle, vielleicht merke ich dann, ich muss das ADHS gar nicht behandeln. Das ist was, was ich mit dem Patienten besprechen kann, ob man sagt, naja gut, ich warte jetzt noch mal 2 Monate, behandle die Depression und dann gucken wir, was übrig ist. Oder der Leidensdruck ist so groß, dass das schon immer da war, dann kann man sich die Schleife eigentlich auch sparen. Aber Frau Beer, Sie wissen, wir planen ja gerade ein Projekt, was sich genau dieser Frage auch widmet. Und man kann ja nur hoffen, dass die EU sich da unsere Sichtweise anschließt, zu sagen, wir brauchen da schlicht und einfach mal gute Daten für dieses riesige Problem. Das stimmt. Weiter geht's. Kann man einen Medikationstest in Anführungsstrichen mit Lithium machen, wenn Bipolar zu F90.0 in Frage steht? In Klammern F90.0 Medikation mit LDX und MPH hat Bipolar verstärkt. Ja, würde ich auf jeden Fall tun, ja.
Aber auch das ist so ein Fall für den Experten. Also das ist jetzt nichts, was der Hausarzt machen sollte. Da sollte man sich schon jemanden suchen, der sich idealerweise mit beiden Krankheitsbildern ein bisschen auskennt. Dann die Frage, gibt es eine klinische Studie einer Behandlung von ADHS mit CBD-Öl? Gibt gar keine klinischen Studien zu ADHS, oder gibt, muss ich präzisieren, es gibt zwei ganz, ganz kleine Studien von bei ADHS mit Cannabis, eine von Phil Asherson und die andere irgendwo aus Deutschland. Es sind aber so wenig Teilnehmer in diesen Studien und auch nicht kontrolliert, sodass man da keine Ableitungen machen kann. Viele Patienten nehmen das ja aus den verschiedensten Gründen sehr gerne nicht verschrieben zu sich. Die Hersteller von medizinischem Cannabis drängen auch gerade sehr in den Markt. Und ich bin der Meinung, naja, da ist viel Geld drin. Die sollten schon mal dieses Geld in die Hand nehmen, um auch ihre Substanzen ordentlich zu untersuchen und mal eine ordentliche Studie zu machen. Kann man ja tun, aber aktuell gibt es da noch keine hochwertigen Studien dazu. Bei einer ADHS-Testung an einer Uni-ADHS-Ambulanz war das Ergebnis eindeutig positiv. Da ich diagnostiziert bipolar bin, erste Phase mit 17, 18 Jahren, wurde mir das ADHS nicht bestätigt. Es wurde gesagt, dass die Symptome von bipolar kommen. Punktzahl für ADHS war bei ca. 80%. Also habe ich laut Klinik kein ADHS, obwohl ich alle Symptome habe und mein Psychiater es bestätigt hat. Drei Fragezeichen. Ich hoffe, es war nicht unsere Klinik. Nein, kann man so letztendlich nicht sagen. Ne? Also man muss schon gucken, die bipolare Störung schließt das ADHS nicht aus. Das kann schon beides da sein. Und das kann ich jetzt im konkreten Fall natürlich nicht sagen, weil ich die Patientin nicht kenne oder den Patienten nicht kenne. Aber da muss man einfach genau hingucken, ob beide Erkrankungen da sind oder ob sich die Symptome, was ja auch der Fall sein kann, schon mal auf eine der beiden Erkrankungen zurückzuführen ist. Aber es ist nicht so, dass es grundsätzlich sich ausschließt. Das mit Sicherheit nicht. Und ich habe eine Frage, die wurde zwar von jemand anders mit Nein beantwortet, aber da ich nicht weiß, ob die Beantwortende wirklich alles kennt und ich überzeugt bin, dass sie wissen, was gerade läuft, stelle ich dir trotzdem. Gibt es aktuell Studien, für die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen mit ADHS und Bipolar-1-Erkrankung gesucht werden? Also tatsächlich die Komorbidität. Nee, also aktuell ist mir keine Studie da bewusst. Wenn wir mit unserem anderen Projekt, mit dem Dynamon-Projekt, bewilligt werden, dann ist das in einem halben Jahr anders. Dann suchen wir das tatsächlich, aber momentan tatsächlich nicht. Nee. Da kann ich auch gleich Werbung machen. Ich denke, das wird auch bei der Deutschen Gesellschaft für bipolare Störungen ähnlich sein. Seriöse Studien werden von uns beworben und veröffentlicht. Deswegen immer mal wieder gucken, was läuft. Wir verschicken es auch, damit möglichst viele Leute an Studien teilnehmen. Und jetzt haben wir noch eine andere Frage. Also ich stelle sie und dann können Sie was und vielleicht sagen wir dann auch noch von der Selbsthilfe was dazu. Gibt es in der Nähe von Offenburg einen ADHS-Spezialisten? Offenburg, nicht Offenbach. Offenburg. Da bin ich ja schon mal froh, dass ich überhaupt weiß, wo Offenburg ist. Das ist irgendwo an der A5, gell? Aber das ist auch schon das Einzige, was ich über Offenburg weiß, leider. Da kann ich nichts dazu beitragen. Würde mir aber denken, dass es wahrscheinlich, Karlsruhe hat ja eine relativ große psychiatrische Klinik, die auch gut geführt wird. Könnte mir vorstellen, dass in Karlsruhe vielleicht da Hilfe gibt. Aber das weiß ich wirklich nicht. Ja. Also da möchte ich von unserer Seite aus der ADHS-Selbsthilfe die Empfehlung geben, zu gucken, welche Gruppen der Selbsthilfe in der Nähe sind. Denn die Gruppen und die Teilnehmer in den Gruppen wissen in der Regel, wer gut ist oder wer weniger gut ist. Und im Erfahrungsaustausch kann man da erfahren, wer da fähig ist. Ansonsten, wer im Großraum Frankfurt ist, den kann ich uneingeschränkt zur Uniklinik Frankfurt empfehlen, die auch Gott sei Dank eine Ambulanz haben, wo man dankenswerter Leute diagnostiziert nach wie vor, denn einen Termin zu bekommen ist ja keine triviale Sache. Und was sucht ihr für die Frage? Ich gucke gerade. So, gibt es noch Fragen? Wir haben 18:09 Uhr, also wir hätten noch ein bisschen Zeit. Also ich kann euch nur bitten, die Gelegenheit zu nutzen und Fragen zu stellen. Wir haben noch eine Frage. Kann eine Komorbidität vorliegen, auch wenn in der Kindheit keinerlei ADHS-Symptome aufgetreten sind? Heute Diagnose bipolare Störung.
also Late Onset der ADHS im Grunde. Ja, das ist eine sehr, sehr intensiv, auch in akademischen Kreisen intensiv diskutierte Frage, ob es das gibt, dieses im Erwachsenen beginnende ADHS. Ich würde nach wie vor meinen, dass es das nicht gibt, dass die Symptome schon nicht unbedingt in der Kindheit, aber zumindest vor dem 12. Lebensjahr nachweisbar sein müssen. Es gibt natürlich viele Patienten, die im Kindes- und Jugendalter die Symptome hatten, aber doch ganz gute Kompensationsmechanismen, vielleicht fürsorgliches Elternhaus, sodass das nicht so sehr zum Problem geworden ist, im Vergleich dann zum eigenständigen Leben. Es ist ja auch nicht so, wir tun immer so, dass ADHS immer gleich ist. Das ist ja auch nicht, das verläuft ja auch mal in Wellen, das ist mal besser, mal schlechter, je nachdem, wann man untersucht. Ich glaube, es gibt so gar nicht so wenig Menschen, wo man immer so ein bisschen unter dieser diagnostischen Schwelle kommt, aber dann, wenn man sein Leben selber in den Griff kriegen muss, dann kommt man eben plötzlich über diese diagnostische Schwelle. Und das sehen wir als Adult Onset ADHS. Aber dass man jetzt als Erwachsener plötzlich wirklich aus heiterer Gesundheit heraus, also es ging einem 23 Jahre lang blendend, man hatte nie Probleme, dann plötzlich aus dem heiteren Himmel ein ADHS entwickelt, das halte ich für Kokolores, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man sich die Patienten in diesen Studien auch anguckt. Dann sind es auch immer Patienten, die irgendwelche Probleme hatten. Also es sind nie gesunde gewesen. Insofern finde ich dieses Konzept, was auch alle unsere Vorstellungen zum Pathomechanismus von ADHS auf den Kopf stellen würde, nicht so ganz plausibel. Aber da passt auch sehr schön die nächste Frage. Können Stimmungsstabilisierer oder Antidepressiva ADHS-Symptome verstärken, wenn keine bipolare Störung vorliegt? Das muss ich nochmal. Können Sie es nochmal vorlesen? Das ist ja. Also, können Stimmungsstabilisierer oder Antidepressiva ADHS-Symptome verstärken, wenn keine bipolare Störung vorliegt? Aber. Okay. Also, wenn jetzt die Frage auf eine Fehldiagnose abzielt, ich glaube, das ist so, ne? Weil sonst gäbe es ja gar keinen Grund, einen Stimmungsstabilisator einzusetzen. Zumindest kein Lithium. Also. Da bin ich jetzt nicht der Meinung, dass das der Fall ist. Würde mir auch nicht, also weder theoretisch noch praktisch einfallen, warum das der Fall sein kann. Es ist natürlich so, dass bei dem aktivierenden Antidepressivum schon mal eine gewisse Unruhe, Agitation, Schlafstörung ausgelöst werden können, was so ein paar Symptome der ADHS imitiert oder da ähnlich sein kann. Das schon. Aber ich würde das jetzt nicht als ADHS-Symptomatik an sich werten wollen. Dann, es ist als Satz geschrieben, aber ich vermute, dass da noch mal eine Bestätigung gewünscht ist. Sie hatten vorher erwähnt, dass auch Quetiapin als Medikament bei ADHS und bipolar gewählt werden kann. Genau, also bei der bipolaren Störung ist es ja zugelassen, bei im Prinzip allen Konstellationen, also akut, sowie in der Erhaltungstherapie, in der Depression und in der Manie, also da ist man safe. Für ADHS ist es nicht zugelassen, muss ich gleich sagen, aber es gibt, das kam vielleicht im Vortrag ein bisschen zu kurz, dass eben ADHS sich ja auch an sich im Erwachsenenalter durch Stimmungsschwankungen charakterisiert ist, die jetzt eben dann nicht automatisch bipolare Störung oder Depression sind. Viele ADHS-Patienten im Erwachsenenalter leiden eben darunter, dass sie ja die Stimmung mal eher so ins Depressive schwankt, dann mal eher so ins, dann ist man mal gut drauf und es kippelt so dauernd und die Patienten wissen häufig gar nicht mehr, wo so ihre Nulllinie ist, weil man dauernd irgendwie so in der emotionalen Schwankung drin ist. Und das ist so ein, ja, Erfahrungswissen, dass da eine niedrige Dosis Quetiapin, irgendwie sowas zwischen 50 und 150 Milligramm zur Nacht, das schon mal bessern kann. Ja, das ist aber nicht zugelassen, es gibt auch nicht wirklich Studien dazu. Gibt es Erkenntnisse, wie bei Jugendlichen mit ADHS therapeutisch oder medikamentös der Entwicklung von Depression oder bipolarer Störung vorgebeugt werden kann? Präventiv wissen wir überhaupt nichts und auch das ist ja Thema des Projekts, was wir vorhin besprochen hatten, zu untersuchen, inwieweit man tatsächlich die Entwicklung von Depressionen bei Patienten mit ADHS präventiv angehen könnte. Studien dazu gibt es noch keine. Dann die Frage ganz zwischendurch. Wir haben ja schon gesagt, dass wir aufzeichnen. Die Charts sind ja im Grunde dann mit dabei, ne? Die dürfen wir so
Auch veröffentlichen. Ja, Ja. klar. Gut. Dann kann jemand, der als Kind auf ADS diagnostiziert wurde und bei der später eine Borderline-Störung diagnostiziert wurde, auch noch die Gefahr bestehen, bipolar zu werden? Ja, also das eine schließt das andere nicht aus und das macht das Bild jetzt noch komplizierter. Also das Verhältnis ADHS und Borderline-Störung ist ja nochmal ein komplexeres fast, weil sich da tatsächlich viele, viele Symptome rein in den Symptommanualen überlappen. Und man, glaube ich, da relativ viel Komorbidität auch aufgrund dieser überlappenden Symptome schon mal hat. Auch die beiden Störungen kommen gehäuft zusammen vor und ich frage mich allerdings sehr häufig, ob das wirklich dann beide Erkrankungen sind oder ob das nicht schlicht und einfach eine Fehldiagnose ist, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man drauf guckt. Und zwar von beiden Richtungen. Also es ist wirklich im klinischen Alltag gar nicht mal so selten, dass man jemanden mit Methylphenidat von der Borderline-Störung heilt. Auf der anderen Seite ist es auch, kommt man auch immer wieder zu Patienten, denen Methylphenidat überhaupt nicht hilft, wo man dann, wenn man genauer hinguckt, sieht, eigentlich ist das eine Borderline-Störung, da kann das auch gar nicht helfen. Dazu kommt nochmal erschwerend, dass das Verhalten von ADHS-Kindern leider ja häufig für jetzt negative und traumatische Lebensereignisse prädisponiert, die wiederum das Risiko für eine spätere Borderline-Störung erhöhen, sodass man hier jenseits der möglichen genetischen Zusammenhänge noch einen Zusammenhang auf Verhaltensebene, dass eine Erkrankung das Risiko für die andere Erkrankung erhöht, hat. Also sehr, sehr komplex, muss man sagen. Ich glaube, die Differentialdiagnose gerade im Erwachsenenalter zwischen beiden Krankheitsbildern ist nicht einfach. Und erschwerend kommt auch da noch dazu, dass es eben, ja, wenn man jetzt eher so aus der psychologisch-psychotherapeutischen Ecke kommt, dann ist man sehr viel mehr geneigt, eine Borderline-Störung zu diagnostizieren. Wenn man eher aus der somatisch und vielleicht kinder- und jugendpsychiatrisch geprägten Ecke kommt, ist man eher geneigt, ein ADHS zu diagnostizieren. Wichtig ist ja dann doch am Ende die Behandlung. Also wenn der ADHS-Patient sein Medikament bekommt, ist gut. Wenn der jetzt trotzdem noch DBT als Psychotherapie bekommt, ist auch gut, weil es schadet mal auf jeden Fall nichts. Problematisch ist nur, wenn die Fehldiagnose so läuft, dass eben ein potenziell hilfreiches Medikament nicht gegeben wird. Ein Adult Onset kenne ich nur bei Ende einer Sucht, die im Jugendalter begonnen wurde. Ist es möglich, dass ADHS durch Drogenkonsum ab Kindesalter verdeckt bleiben kann? Es kommt auf die Droge an, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn man natürlich Amphetamine, Kokain konsumiert oder viel kifft, dann kann das ADHS natürlich gut unterm Radar bleiben. Klar. Und Jetzt. welche Erfahrungen gibt es mit Therapien im psychologischen und soziologischen? Das ist eine relativ breite Frage. Also die Soziotherapie, denke ich mal, die sollte man immer dann machen, wenn sie indiziert ist, ne? Also, und auch egal, welche Grunderkrankung der Patient hat. Also wenn es hier Probleme gibt im psychosozialen Bereich, die einer Soziotherapie bedürfen, dann sollte das damit auch behandelt werden. Das sehe ich so ein bisschen wie die Physiotherapie bei orthopädischen Erkrankungen. Also die ist jetzt auch nicht unbedingt spezifisch, aber häufig sehr wirksam. Bei der Psychotherapie muss man ein bisschen unterscheiden, hatte ich ja gesagt, im Erwachsenenalter, bei adulten ADHS, im Hinblick auf die ADHS-Kernsymptomatik wahrscheinlich nicht so sehr wirksam, wie man immer denkt, aber bestimmt im Hinblick auf andere, eher sekundäre Parameter, inklusive wahrscheinlich auch Lebensqualität, depressive Symptomatik, ganz hilfreich. Und bei der bipolaren Störung gehört eine psychotherapeutische Therapie sowieso zur leitliniengerechten Behandlung mit dazu. Und die sollte eben ganz stark auf psychoedukative Elemente, stimmungsstabilisierende Elemente und Stressreduktion setzen. Dann noch die Frage, bei ADHS soll es Cannabis ohne THC geben. Stimmt das? Na ja, gut, Cannabis ohne THC gibt es auch ohne ADHS. Das wäre dann eben das reine Cannabidiol. Aber ob das was hilft oder nicht, also es gibt keine Studien. Da gibt es nur, also Cannabidiol hat eine hervorragende Presse und einen hervorragenden Ruf im Gegensatz zu Methylphenidat. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber es ist halt nun mal so. Aber vieles ist dann doch nicht durch
Fakten belegt, muss man einfach sagen. Wir haben jetzt alle Fragen durch. Ich finde einen schönen letzten Satz hier im Chat. Mir kommt so vor, dass die frühe Behandlung von ADHS einen hochpräventiven Nutzen fürs weitere Leben hat. Ja, das kann ich nur uneingeschränkt zustimmen. Absolut. Ja, Andreas, vielen Dank für deinen Vortrag. Ja, vielen Dank für die lebhafte Diskussion. Es hat Spaß gemacht. Es waren sehr, sehr viele super tolle Fragen. Und es war wirklich toll, das mit Ihnen zu diskutieren. War schön.